So, guten Morgen, junge Minecraft-Welt. Weiter geht's hier mit meinem Minecraft-Let's Play. Ach ja, stimmt, wir waren ja noch mitten im Let's Play. Egal. Ich Okay. glaube, Röhre 2 ist es. Ich habe ein bisschen abgebaut offscreen. So, schnell runter und schauen, ist hier Vieh? Hier ist kein Vieh. Kein Vieh ist im Power Spiel. Saul. So, ja, wie gesagt, wie war das mit meinen Redeanteilen, Dominik? Ja, Entschuldigung. Ah, ist eh nicht für eine von den Dingen. Ja, genau. Das habe ich auch gerade gedacht. Wow, oh Mann. Nö. Ich hasse euch Spinnen. Ich hasse euch alle. Wenigstens ist sie verreckt. Wenigstens ist sie gepflegt verreckt. Ah, wie ich diese Spinnenviecher hasse. Oh, da ist ein Skelett krepiert. Das finde ich allerdings schön. Knochen kann ich immer gebrauchen. So, wir ernten jetzt zum ersten Mal unser Zuckerrohrfeld. Prügeln hier noch ein, zwei Bäume weg. So zum Beispiel den hier. Der ziemlich lustig gewachsen ist. So, ich laufe jetzt, glaube ich, nicht außen rum. Ich werde jetzt gleich einfach den Endgegner platt machen und mir so den Weg freiräumen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, wie gesagt, wir ernten jetzt dieses Zuckerrohrfeld hier. Ach ja, stimmt. Ich hätte auch einfach hier oben abhauen können. Egal. Ich sag denn doch noch was. Ich habe eine Schnapszahl erreicht. Mein Red hat ein maximales Leben von 1999. Ist keine Schnapszahl. Und mein Barret ist gleich tot. Der hat noch 269 Leben. Tja, dann sollte dein Barret mal. Ist der Endgegner schwierig? Es geht. Wieso? Macht er mehr Damage als der Drache eben? Ich weiß es nicht. Aber ich werde ihn trotzdem locker fertig machen. Denn ich habe Ach so, Barretts du bist Limit noch gar nicht voll. im Kampf. Nö. So. Damit hätten wir die Lines direkt abgebaut. So, Äther. Und einige Stängel bekommen. Ja, Dominik, es ist jetzt gut, ja? Es ist gut. Ja, ich weiß. Oh, ich kann hier vorne auch herlaufen und einfach so Es zum sei denn, die Speicherpunkt Gegner gehen. greifen dich gleich wieder mit Flachlegen an, dann ist nicht gut. Okay, ich kann speichern. So. Bäm. Bam, 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 bam. Oh. Ganz reicht es doch nicht. Ich hab gespeichert an der Nibelspitze. Ja. Was macht Schaf da bei mir im Feld? Und Endgegner. Also erkennt ihr an der charakteristischen Endgegnermusik? Weltberühmt geworden. Naja, Schaf auf Zuckerrohrfeld ist übrigens völlig egal. So, ihr seht Weil. jetzt, Dass der eh nichts anrichten kann. dass das Ding gerade erstmal 400 Damage gemacht hat und jetzt erstmal Satellitenstrahl in die Fresse kriegt. Gepflanzt ist wieder. 1632 Schaden. Sehr schön. Macht Und sechs jetzt mal wird die XP. Karl-Lanze. Ich nehme, mach die letzten Zähne hier auch noch irgendwie weg. Gerade ein paar Steine rausnehmen. Jo, läuft. So. Können wir da hinten irgendwo noch? Eins. Zwei. 1268 Schaden, so muss das sein. Zorn des Und Landes. drei. Gut. Damit hätten wir jetzt voll. Ich bringe die gerade zurück. Dann, wie viel haben wir? Ach, wir haben erst 5 Minuten, das ist ja lustig. Ja, dann bringe ich das gerade zurück, dann mache ich das doch nicht offscreen, was ich jetzt gedacht habe. Bringe ich gerade den Zuckerrohr rein. Höllenkombo? So, Ja, hier. 700 und Damage. Ich crafte mir mal schnell was. Ich versuche mal zu stehlen. Und heil mich. Und er kriegt Beta in die Fresse, was... Nein, ihm 829 Leben dazu gibt. Schlecht oder schlecht? Schlecht. Ich meine, ob du schlecht bist oder schlecht.
Das war gerade auch fail hier, was ich gemacht habe. Alter, gleich hat mein Red wieder heulender Mond, dann lache ich ihn aus, weil er dann sowas von am Arsch ist. Gut, mit Cloud kann ich nur angreifen, weil er sonst nur Feuerangriffe hat. Das ist irgendwie alles schlecht hier. Ah, okay, das läuft aber noch. Gut. Übrigens kann der Typ ein sehr mächtiges Feindes können. Wollte ich mal gerade so bemerken. Oh fuck, jetzt habe ich hier Scheiße gebaut. Demi, dann kann ich in etwa ausrechnen, wie viel Leben er noch hat. Weil es ja 25% von seinem Leben zieht. Okay, null. Dann ist er dagegen wohl geschützt. Tja, dann ist das wohl schlecht für dich. Großes Horn heißt sein Angriff. Ja. Was ist mit dem großen Horn? Und dann kann ich keine Treppen hinsetzen. Schade eigentlich. Naja. Macht nichts. Haben noch 3 Holz. Was machen wir daraus? Nein, das ist schlecht. Daraus gibt's nichts. Eine Trittplatte brauche ich auch nicht. Dann legen wir den Rest hier oben zurück. Außerdem haben wir hier sowieso noch Sachen, die hier rein müssen. Ach, ich mach mal gerade eine eigene Zuckerrohrtruhe. Aua. Das können wir auch mal wieder ausmachen. Ich habe zwischendurch mal kurz an meiner alten Welt weitergemacht. Also an meiner Testwelt, sage ich mal. Weil ich was mit Weed testen wollte. Mit was? Getreide. Ah. Weed. Okay, ich kann Heilung 2 nicht mehr auf alle verwenden, also muss ich mich mit Heilung 1 begnügen. So, hier rein haben wir. Gut, passt, reicht. Und hier haben wir dann schön unsere Zuckerrohrtruhe. Und glaubt mir, da wird was reinkommen. Er setzt Heilung 2 ein. Will der aufs Maul oder was? Ja, danke, er hat gerade 1000 Leben mehr gekriegt. Super. Aber Sache. Ich brauche definitiv ein Schwein. Ganz, ganz definitiv brauche ich einen. Ja, er setzt Treen ein. Oder Trine, wie auch immer das heißt. Das ist eine verfickt mächtige Attacke und ein Feindeskönnen. Außerdem hat es mir fast gerade. Heißt es, dass er kurz vorm Ende ist und es hat mir gerade fast volles. Bei allen 3 volles Limit bestärkt. Fast. Okay. Das heißt, sollte er sowas nochmal einsetzen, wird er 100%ig am Arsch sein, weil er dann 3-mal ein Limit ins Maul kriegt. Ich nehme mal an, Limits sind die stärksten Attacken. Ja. Jedes Mal, wenn ich Schaden nehme, dann füllt sich die Anzeige. Ja. Und mein Cloud hat in der Tat gerade sein Limit gekriegt. Schon durch die Attacke? Nein, er hat nochmal angegriffen. Das heißt, jetzt ist der Marsch. Ja, es hat ihn getötet. Wie ich es vorausgesagt habe. War jetzt ja auch so schwer. Ja, warum ich das hier nochmal ernte, liegt ganz einfach daran, weil ich noch 1-2 weitere Lines machen möchte. Geil, 200 AP. Bevor in meinen Doppelschächten kriege ich dafür 400, 3000 Weed-Feld XP. Zuwenden, ja. Dominik, nicht wahr? Siehst du doch genauso, oder? Ja. Das wusste ich. Und ein Edelsteinring. Das sehe ich nicht so. Aber gut. Gegenangriff. Geile Substanz. Gut, ah, toll. Gut, dann werde ich diesen Part wahrscheinlich gleich auch mal wieder beenden. Ihr kennt das ja schon. Sehr gut, anti-verschiedene Substanzänderungen. Weil ich ganz stumpf und simpel hier jetzt noch ein paar Sachen offscreen machen muss. Und, oder was heißt machen muss, machen möchte, weil das würde euch zu sehr langweilen. Und dann geht es mit Let's Rock Minecraft dann wieder wahrscheinlich ohne Dominik weiter, es sei denn, in diesen Videos hier sagt ihr mir, dass ihr das mögt, dann machen wir das weiter. Okay? Genau.
Jupp. Dann. Ciao. Ciao.